Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Demokratin, die Debatte hat ja wenig Überraschendes. Die AfD fordert, wie auch eigentlich sonst, den ganz offenen Rechtsbruch. Denn wenn sich die AfD mit irgendwas auskennt, dann sind es offene Rechtsbrüche. Ja, wie wir alle wissen, auch unsere Bundesinnenministerin sagt es ja immer wieder, Zurückweisungen sind europarechtswidrig. Es ist also illegal, Menschen die Möglichkeit für einen Asylantrag zu nehmen. Es ist auch praktisch schlüssig, denn ein Asylantrag kann ja erst gestellt werden, wenn ein Mensch deutschen Boden betreten hat. Er muss dann ja auch eben individuell geprüft werden. Lassen Sie uns mal ganz kurz ein bisschen tiefer einsteigen. In Deutschland gilt Europarecht und damit eben auch das Dublin-Verfahren. Und auch wenn am Ende eines solches Verfahrens die Entscheidung fällt, dass ein Mensch in einen anderen EU-Staat zurücküberstellt werden muss, dann sind wir ja auch in Deutschland verpflichtet, die dazugehörigen Verfahrensregeln einzuhalten. Zum Beispiel, dass ein Mensch klagen muss, das gehört sich so in einem Rechtsstaat und es ist ja auch nur anständig und richtig. Gerade auch, wenn wir auf die Zustände, wie zum Beispiel in Griechenland oder anderswo schauen, dann gehören solche Fälle eben auch vor ein ordentliches deutsches Gericht. Daher kann man eben niemandem, der oder die um Asyl ersucht, an der deutschen Außengrenze einfach sagen, wir weisen dich ab. Auch wenn manche das hier gerne hätten. Soweit so dumm, das ist ja auch immer noch ein Antrag der AfD, da müssen wir unsere Erwartungen ein bisschen zurückschrauben. Es wundert mich aber schon, wenn die Union dann im Grunde was ganz Ähnliches vorschlägt. Auf ihrer Webseite, ich habe noch mal extra nachgeschaut, da haben sie eine Pressemitteilung aus dem Mai diesen Jahres und dann fordern sie Grenzkontrollen mit Zurückweisung verbinden. Und die Unterscheidung zur AfD, die habe ich jetzt eigentlich heute auch gesucht und die suche ich auch weiterhin. Vielleicht will sich ja auch von der Leyen bei der EU-Wahl von der AfD-Schwesterpartei, den Schwedendemokraten, gerade deswegen zur Kommissionspräsidentin wählen lassen. Deshalb sage ich Augen auf an der Wahlurne. Aber eine Hoffnung, die habe ich noch. Denn gerade die Union, sie haben sich ja in den letzten Tagen, sie haben in den letzten Tagen immer wieder betont, welche wichtige Rolle die Polizei in Deutschland hat, dass die Beamtinnen und Beamten Respekt verdienen, weil sie sich selbst eben auch immer wieder als Rechtsstaatspartei sehen. Absolut. Dann tun wir doch den Polizistinnen einen großen Gefallen und nehmen ihre Bedenken auch dieses Mal ernst. Die Gewerkschaft der Polizei, da werden Sie ja hinterstehen, hat im September eine Pressemitteilung geschrieben. Da sagt die GdP, damit bestätigt das Urteil des Europäischen Gerichtshofs die Auffassung der Gewerkschaft der Polizei, dass Binnengrenzkontrollen kein geeignetes Mittel zur Regulierung von Asylantragszahlen sind. Ich bin mir sicher, dass Sie die Polizeibeamten auch jetzt den gebührenden Respekt gegenüberbringen. Ich verlasse mich auf Sie. Herzlichen Dank.